Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Silent Hill 2 im Remake. Und nicht wundern, warum wir eigentlich hier sind und nicht eigentlich an einer anderen Stelle. Und zwar hat mich das doofe Gefühl halt nicht losgelassen, dass wir vielleicht eine Sache übersehen haben, auf die ich ja, na, wo ich ja auf der Suche war. Und ich habe besagte Sache gefunden. Und gut, dass ich nochmal einen alten Speicherstand genommen habe. Ich dachte schon, okay, ich muss jetzt überall mit Maria nochmal rumrennen, wo wir überhaupt rumrennen können. Hat aber gar nicht, ehrlich gesagt, so lange gedauert, weil, ja, ich war halt blöd gewesen. Da ist das Schmuckstück. Ich war halt blöd gewesen und bin halt sofort in den Dings reingerannt, anstatt hier nochmal reinzugucken, weil ich der Meinung war, wir hatten hier irgendwie alles schon. Nee, hatten wir nicht. Also ich weiß nicht, ob wir hier vorher schon drin waren, aber dann habe ich das auf jeden Fall übersehen. Hier ist unsere gute Fragekiste und ich finde es schön, weil im Original war das nicht so, dass an der Seite, glaube ich, Q1, 2, 3 stand. Da stand einfach, glaube ich zumindest, stand einfach nur so 1, 2, 3, deswegen war das ein bisschen doof. Und mir hat das wenigstens jetzt auch mal Zeit gegeben, nochmal nachzugucken. Also mit der, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt gehabt, mit der Frage 2, mit dem Straße zum Holzfällerlager, müsste Wilsey Street sein. Damit lag ich richtig. Billys Schwester hatte ich irgendwie Julia vermutet, das wäre Antwort 3 gewesen. Das wäre falsch gewesen, das ist nämlich die Miriam. Und ich weiß übrigens schon, was da drin ist, weil ich habe es ausprobiert. Ich habe eigentlich die Folgen durchgeguckt gehabt und ich habe nach dem Zeitungsartikel geguckt. Und irgendwie habe ich den blöden Zeitungsartikel nicht gefunden. Ist ja egal, aber die richtige Antwort dementsprechend habe ich. Wie viel Opfer das bei der Seuche damals gab, das waren 67, ist Antwort 2. Dann, wie gesagt, die Wilsey Street, das ist Antwort 3. Und ja, Billys Schwester, die da leider von dem Walter Sullivan auch getötet wurde, ist die Miriam. Und das ist die 1. Wenn du falsch liegst, kriegst du bloß eine Ladung. Ich weiß nicht, ob das Giftgas ist oder sowas, aber kriegst auf jeden Fall Schaden. Dementsprechend haben wir hier, was haben wir? Schrottkugeln, nochmal Schrottkugeln. 3 Stück und nochmal 2 Spritzen, wenn er denn hier aber Bock drauf hat. Also das gibt's auf jeden Fall als kleines Geschenk für die Fragen. Also wenn man das nicht richtig hat, ist jetzt auch nicht so schlimm. Gefühlt ist, glaube ich, auch im Original gewesen. Da war Schrot und sowas auch drin gewesen, aber glaube ich wesentlich mehr. Ja. So viel, oh, Entschuldigung, so viel also dazu, das wollte ich auf jeden Fall noch mitgenommen haben. Gab auch keine Trophäe oder nichts, ne, deswegen da muss man sich keine Sorgen machen. Und ich würde jetzt mal schnell wieder hochlatschen und dann sehen wir uns auf der anderen Seite der besagten Türe wieder, also bis gleich. Und da sind wir wieder. Und im Übrigen, ich habe das mal angefangen beim Erik zu gucken, die ersten 2 Folgen oder was das da bis jetzt raus ist. Am Anfang jetzt nicht so übermäßig spannend. Die einzigste Sache, und ich hoffe, das fällt mir nicht auf die Füße, weil ich weiß, es gibt eine Trophäe dafür, dass man alle Zettel findet. Ich hoffe, damit sind nur die gemeint, weil es gibt ja auch Sachen wie Zeitungsartikel und sowas, die können wir nicht aufheben. Aber da gab es einen Artikel in der Bibliothek, in der kleinen, in der war ich, glaube ich, gar nicht drin gewesen. Zumindest konnte ich mich daran nicht erinnern. Das habe ich leider nicht gezeigt. Ging schön um UFOs und so, ne? Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, was uns hier gleich erwarten wird und ich bin mal gespannt, ob ich sterben werde. It's vorüber. It's vorüber. Oder, ach so, es ist vollbracht. Keine Krankheit mehr. Ich hätte vielleicht da oben nochmal speichern sollen. Scheiße. Ich meine, zurück kommen wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich will es mal probieren. Ne, natürlich nicht. Okay. Okay. Ich hoffe, er hat seinen Sportschuh eingepackt. Oh, kann ich ihn nochmal speichern? Okay, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hat schon seinen Grund, warum das da ist. Schade. Hätte ja sein können, dass man hier noch was Kleines kriegt. Ich meine, die früher schon gespielt haben, die wissen, was kommt. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt kommt. Karte haben wir keine. Okay, speichert hier nochmal automatisch. Aber ich will nicht... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen.
Aber selbst auch wenn sie rennt, kann ich die Dinger eigentlich umschieben. Okay, ich dachte, ich könnte die. Ach, laufe, Mann! Frau, Entschuldigung. Ich dachte, die könnte ich irgendwie umstoßen. Das ist eher ein bisschen. Ich drehe mich jetzt extra nicht um, ne? Obwohl, das könnte sogar. Okay, kacke. Das könnte sogar einfacher sein im Original. Weil da hast du die Kamera von vorne gehabt. Come on, hurry! Schade, schade. Okay, wir sind noch veränderten Dings. Ich hätte nämlich die Sirene irgendwie gefeiert. Aber das Ding ist, ich wollte eigentlich vorher noch sagen, ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen. Aber, naja, was heißt aber? Man kennt es halt irgendwo schon. Zumindest, wer das Original damals gespielt hat. Bis zur gewissen Stelle. Okay, ich gehe nochmal. Ich weiß nicht, ob wir sofort raus können. Oder nicht. Obwohl das halt mal nice wäre zu sehen, wie. Oh, wir kommen da gar nicht hin. Obwohl das mal nice wäre zu sehen, wie es draußen jetzt komplett aussieht. Okay, wir waren hier noch nicht weiter. Ich werde mir trotzdem mal umgucken. Ja gut, was willst du machen? Sache ist nur, ich meine, allein wer den Trailer gesehen hat, wir werden sie wiedersehen. Oh. Ach, Krankenhauseingang. Ich habe jetzt gedacht, Kirche. Ich wollte gerade sagen, hier war doch noch ein Buch gewesen. Das Potenzial für diese Krankheit ruht in allen Menschen und kann jeden Mann und jede Frau unter den richtigen Umständen auf die andere Seite ziehen. Genauso wie ich. Genauso wie ihn. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen dem Hier und Dort. Sie existiert, wo sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nahe als auch weit entfernt ist. Manche sagen, er sei gar keine Krankheit. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder sogar Psychiater wie der Herr Direktor. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt. Für uns sind seine Fantasien nichts als Einbildung, aber für ihn gibt es keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen? Da, also was auch immer er dafür eine Krankheit, Beschwerde, wie auch immer hat. Naja, wenn Leidensdruck vorhanden ist, macht das schon Sinn.
Aber da er ja glücklich ist, ja, weiß ich. Also, den Gedankengang kann ich verstehen. Okay, da ist leider nichts. Aber ja, in den meisten Fällen ist ja eher nicht so, ne? Gut. Damit raus aus dem Puff. Und es ist wieder alles anders. Ich würde halt zu gern. Ich werde rumwandern. Also nicht unbedingt, um neue Fotos zu finden, weil ich. Wir haben ja noch ein paar Orte und so viele fehlen uns, glaube ich, nicht mehr. Die werden wir auch so finden. Du Sack, Alter. Ich habe dich nur aus dem Augenwinkel gesehen. Also, aber, jetzt hat er mich schon wieder getroffen. Warte, warte, ganz kurz, ganz kurz. Oh. Shit. Ich war jetzt zu sehr auf die scheiß Muni zu konzentrieren. James. Was sagen. Okay, wir haben. Vielleicht bietet mir das aber auch die Möglichkeit, erstmal wieder ein bisschen zu sammeln, ne? Ist schon geil. Warte, ich muss auf die andere Seite noch. Weil ich wollte erstmal unten rumgehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir oben in das zum Geschichtsverein müssen. Aber 100 Pro weiß ich halt nicht. Ich möchte halt noch die Gelegenheit nutzen. Okay. Ach, James, was machst du denn? Er ist ein bisschen aus der Übung, halt das Gefühl. Aber er guckt hier auch rein. Ach lol, auf der anderen. Ja, toll. Jetzt schlage ich das schon kaputt und nimmst du nicht mit. Achso, ich dachte, er macht gleich den Dings auf. Gut, hier ist eh zu. Ich glaube, so viel Wandermöglichkeit werden wir hier gar nicht haben. Okay, das ist ungeil. Aber die sind halt zu zweit da. Warte kurz, warte kurz. Solange die anderen nicht, kommt alles gut. Und wenn ich mal das Bein treffe. Hä, was habe ich? Hä? Warum? Ich wollte bald sagen. Mein Dammchen bleibt mal liegen. Aber wo habe ich denn hier Schaden gekriegt? Ach! Also war es doch ein Krabbelvieh. So, einmal eingeschossen. Dranbleiben, James, dranbleiben. Gut. War bloß pro forma gewesen. Ah, da ist es. Arschloch. Bevor uns das wieder ankrabbelt. Okay, da ist wahrscheinlich nichts drin. Wäre auch zu schön gewesen. Hier vielleicht noch irgendwas? Nö. Dann halt nicht. Okay, schade. Die Zeitung hätte ich gerne nochmal gelesen, aber ich komme da irgendwie nicht ran. Ist hier unterm Auto wieder irgendwas? Ja, ich habe was. Ja. Das Schöne ist, solange es noch weiter flur. Oh. Ja. Solange das auf weiter Flur ist, kann uns. Naja, kann uns schon was passieren, aber ich fühle mich da ehrlich gesagt sicherer. Da habe ich nämlich auch Zeit zum Zielen. Das ist nämlich mein größtes Problem, glaube ich, mit. So, da drüben hatten wir alles. Wie gesagt, Latschmöglichkeit wird wahrscheinlich sehr begrenzt sein. Okay, wir. Na, vielleicht durch einen Hintereingang oder so. Okay, hat noch nicht ausgereicht. Man muss halt aber auch gucken, dass man wirklich das Knie trifft, ne? Aber dass die das so mit eingebaut haben, finde ich nice. Also, James. Ich würde sagen, den dämlichen Krabbler habe ich vorhin schon gesehen. Ist die offen? Okay, die ist offen. Warte.
Gucken bloß nochmal auf der Seite. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, hier gibt es ja auch nichts. Aber kommen wir jetzt hier in Seventh Night rein? Maybe. Kann ja wohl die Wahl sein. Sich einfach da hinten verstecken. Gefühlt war hier wieder ein Krabbler unten drunter. Okay, da krabbelt auf jeden Fall einer. Ist hier ohne einer? Zum Glück auf der Seite. Ach, das Ding da einer. Alter, Viech, wenn er kommt jetzt raus hier. So, tschüss. Radio geht noch ein bisschen auf den Sack. Obwohl man dafür, glaube ich, auch was kriegt. Also wenn du das ganze Spiel ohne das... Also ich weiß nicht, ob der erste Kampf dazu zählt. Theoretisch dürfte das nicht. Schade, kommen wir nicht rein. Aber ich glaube, wenn du das komplette Spiel ohne Radiohilfe stemmst... Warten Sie. Kommen Sie raus. Ja. Nein, jetzt hänge ich hier wieder irgendwo an. Scheiß Karre, Alter. Ich lade mal nach. Ist hier noch ein Krabbelfiech oder? Ah, er wieder. Und noch ein Krabbelfiech. Dieses Krabbelfiech nervt, Alter. Ich will nicht, dass mich das irgendwie anpackt. So, jetzt aber. Oh, Schisske. So, Frage ist, sind wir jetzt im Dings? Ne, sind wir nicht im Nebengebäude. Er guckt hier noch irgendwo. Ah. Sag, er guckt hier noch irgendwo hin. Ich weiß, war Schrot, aber ich wollte mal gucken. Ja, da haben wir auch noch was. Ist halt nicht viel, ne? Also es ist besser wie nichts, beschweren will ich mich nicht. Was war gerade mit der Bucke los? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Entschuldigung. Es wird... Ach, da. Das ist aber, glaube ich, also gefühlt das erste Mal, dass sie so eine Geräusche machen. Da! Werd schon wieder hässlich, werd schon wieder hässlich. Warte, warte, warte. Au! Mann, genau deswegen. Okay. Ein Gesuff. Wir hatten ja sogar mal meine 20 endlich gehabt. Okay, Pistolenkugeln 6. Sehr schön. Nochmal 2 Schrot. Auch nice. Frage ist aber, wenn wir da nicht weiterkommen. Weil ich dachte, ich könnte jetzt hier hinten irgendwo rum. Oder war ich
beim Ding schon richtig gewesen. Na, hier beim, ist ja nicht Heaven's Knight, aber ein Nachbargedöns. Da komme ich ja nicht hin, ne? Oder kann ich irgendwo eine Wand einreißen, maybe? Dass ich doch schon ganz richtig war? Ich hab's bloß nicht gesehen. Okay, gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Ich hoffe bloß, ich habe da nichts übersehen. Weil jetzt kommen wir langsam so in den Teil von Silent Hill rein, wo ich halt die wenigsten Erinnerungen dran habe. Deswegen mit dem Übersequenzieren und vielleicht sogar ein bisschen leichter werden. Laura, stop! It's dangerous! Naja, als ob dieses juckt. Ich meine, kann ja auch sein, dass nur wir das so sehen, wie es jetzt hier aussieht. Aber ich weiß nicht, Marina hat ja auch nichts gesagt. Sie sieht zwar die Monster. Hier, Kollege. Warte. Nur vorsichtshalber, ich weiß, es ist schon tot, aber trotzdem. Hopp! Ich habe ihn gar nicht gesehen. Aber wenn du halt quasi damit rechnest. Mann, du blöde Kuh, tu doch nicht antäuschen. Mann, wenn man quasi damit rechnet, dass die an jeder Ecke sind. So wie ein Krabbel. Ah, da ist ein Krabbel. Wirklich eine Tür. Wo sind denn wir? Okay, ja, das ist Heaven's Knight, wie man es kennt. Ne? Gemütlich, gemütlich. Ist aber auch nett, dass die Platz machen, ne? Ich sag's vom Feeling her. Okay, wir kommen zu Randall's. Müssen wir zum Diner am See manchmal? Da waren wir ja auch noch nicht. Das sieht ganz danach aus. Ja, toll, hier können wir sowieso nicht lang. Die Scheiße ist, wir sind zu zweit. Oder die sind zu zweit. Warum muss ich den immer zwischen die Beine schießen? Scheiße. Hä? Shit. Ich habe schon überlegt, so zu machen. Ich werde es aber bei der nächsten Tante auch so machen. Einfach bloß, um ein bisschen Munition zu sparen. Dann habe ich wieder dieses schöne Geräusch gehabt, wie beim Anfang jeder Aufnahme, aber da ist ja nichts weiter. Weil ich kann mich dann hier auch nicht in Ruhe umgucken, ne? Ach, da ist ja noch einer. Okay, hat gelangt. Okay, man muss sich nur Zeit lassen. Man muss sich nur Zeit lassen, dann geht das schon. Und ganz ehrlich, das Diner sagt mir. Das war ein Krabbelvieh, oder? Das Diner sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Diner am See.
haben wir leider nicht. Aber da oben muss noch was sein. Wie soll man da hinkommen? Oder habe ich jetzt falsch geguckt? Weil es sah so aus, als ob er da oben extra irgendwo hinguckt. So, aber wir haben doch hier noch eine Schrulle, oder? Ach, das ist keine Schrulle, das ist er hier. Na, kotz doch. Und 100, ich wollte gerade sagen, 100 Pro wieder bloß so ein Krabbler. Ups. Ah. Okay, dann mal ab ins Diner, wa? Aber im Diner scheint jemand... hier rauslocken kann. Warte mal. Der ist natürlich scheiße, wenn die Tür zu gewesen. Jo, kann man. Läuft. Also wenn man Platz hat, geht das auch. Ich werde gleich mal, weil das wird mich sonst zu Tode nerven. Aber jetzt noch irgendwas anderes. Ach so, der hier. Okay, das war keiner, der explodiert. Oh, natürlich ist da eine Strenne. Wie viel Schrot haben wir eigentlich? 35. Okay, cool. Hä? Lol, habe ich gar nicht gesehen. Warte, bevor wir da weitergehen. Nochmal hier vorne alles absuchen. Da kommen wir sowieso nicht raus. Ach. Wenn ich nicht so hisselig wäre, ne, und dann immer zweimal ausweichen will. Schade. Links kommen wir nicht rein. Na komm, na gut. Na gut. Na komm schon, gut. Auch mit Platz ist das schön. Okay. James. Wollte gerade sagen. Ich hätte den Bus aber ganz gerne auch so betreten, um ehrlich zu sein. Okay, beim Trash haben wir nichts. Da kommen wir wieder raus. Okay, er hat auch, glaube ich, gerade nach rechts geguckt. Ich bin mal nicht ganz so... Hopp.
Glück gehabt. Sonst hat der uns nämlich noch immer erwischt. Was krass. Okay, das würde sich zu Silent Hill 2 passen. Der Truck zumindest. Oh. Wenn er da so eine... Ach nee, das... Ich wollte gerade sagen, wenn er da wenigstens so ein Erinnerungsding hätte, das würde halt eher zu Origin passen. Okay, ich muss aber nochmal gucken, ob er... Okay, auf der anderen Seite. Ob wir bei dem Haus da irgendwas machen können. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, er hat immer noch so komisch nach oben geguckt. Als ob da irgendwas wäre. Aber da kommen wir halt auch null rein, ne? Da auch nicht. Sind wir wieder hier hinten? Okay, da ist erstmal, glaube ich, bloß Zaun. Ich würde mal gucken... Vielleicht haben wir ja Glück und wir können ja wirklich irgendwann mal in so ein Häuschen hier rein. Schade, ist kein Glas. Mann, und wenn es bloß eine Bude ist? Er ist halt sauer, dass Maria weg ist, ne? Das ist... Was willst du machen? Briefkasten. Hier haben wir trotzdem nur... Aber hier gibt es noch... Also wir kommen ja wieder zurück. Ich meine, mit ein bisschen Glück komme ich ja, was ich erwähnt habe, von wegen diese kleine Bibliothek da. Ist aber nicht eingezeichnet. Vielleicht finde ich die Idee ja noch. Und der Schriebs ist zum Beispiel noch da. Das wäre ja vielleicht mal ganz cool, aber ansonsten gefühlt ist, dass ich jetzt hier einen ewigen langen Weg um Silent Hill nochmal rumlatschen muss, um eigentlich dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Das war ja das Historical Center oder so. So. Oh, warte mal, hatten wir da nicht? Wir hatten doch hier mal irgendwo eine Tür gehabt. In so einem großen Dings. Kommen wir darüber vielleicht wieder zurück? Okay, so viel dazu. Hm. Ich meine, der Weg führt mehr oder weniger wieder zurück zum Motel. Von der Straße kamen wir. Ich würde sagen, wird bald mal wieder Zeit, dass... Laura, please, wait. Das Viecher kommen. Lass dich jetzt nicht ab... Also, ja, du musst ja hinterher, aber... lass dich jetzt nicht ablenken. Du kommst da sowieso nicht ran, das weißt du auch. Also, nicht falsch verstehen, aber... mit dem rankommen. Näher kommen. Vielleicht besser. Ja, er ist richtig sauer. Alter, er ist so sauer, dass er die Scheiben nicht auseinanderkriegt, ne? Shit.